Ich bin vor einer Stunde ungefähr hier angekommen, im Zentrum von Athen, gerade vor dem Parlament, und war in einem Taxi. Und ich habe den Taxifahrer gefragt, was er denn von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble hält. Und er meinte nur dieses, diese Handbewegung. Und die, muss ich sagen, ist ziemlich typisch. Also die Anzahl von Anti-Merkel, Anti-Schäuble, anti-deutschem Graffiti, das man hier so an den Wänden geschmiert sieht, ist wirklich bemerkenswert und war natürlich immer schon so in den letzten 5 Jahren. Aber dieser Missmut, dieses Missvertrauen, sogar auch Hass gegen Deutschland hat sich in den letzten paar Wochen wirklich zugespitzt. Und natürlich hat es auf der anderen Seite in Deutschland auch sein Pendant. Wenn man heute die Bild-Zeitung liest, zum Beispiel unsere Kanzlerin, die eiserne Kanzlerin Angela Merkel als Otto von Bismarck verkleidet, auf der ersten Seite, wir werden den Griechen nicht mehr Geld geben. Die ganze Stimmung in diesem sehr wichtigen bilateralen Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland hat sich so vergiftet, dass es aus, und beide Seiten sind hier daran schuld, muss ich sagen, dass irgendeine Lösung dieses Problems umso schwieriger zu finden wird. Und wenn die Deutschen nicht ihren eigenen emotionalen politischen Frieden mit den Griechen machen und andersrum auch, kann es kein Verständnis in Brüssel geben. Also, ich weiß nicht, wie man das löst, aber es muss mehr Dialog geben, es muss mehr gesprochen werden, es muss ein größeres Verständnis geben zwischen den Griechen und den Deutschen, weit hinaus über die ganzen Klischees, die herumgeworfen werden. Ohne das gibt es in dieser Krise keine Lösung. Und das ist nicht nur schlecht für Griechenland, es wäre auch schlecht für Deutschland.